Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing, wobei ich am überlegen bin, ob wir Unboxing-Hardware eben machen. Ich hatte ja im letzten Odin mal shoppen schon gezeigt, ich habe von Snackbuy den Controller bekommen für PS4. Der ist so wireless-fähig, also wir brauchen nicht wie bei anderen, der ist auch von Sony Global lizenziert oder so. 5 Jahre Garantie haben wir schon mal auf jeden Fall da oben. Und ich glaube, der ist so ja für PS4, Slim und Pro. Wireless, kabellos. Aufladbare Batterien und so ja Dual-Shock-Cutter. Haben wir hier alles am Rand stehen. Und den wollen wir jetzt mal auspacken. Ich habe mir auch noch extra hier einen Original-Controller noch dazu gelegt, damit man die dann im Vergleich auch noch sehen kann. Weil ich hatte voriges Jahr auch mir, muss ich erstmal gucken, wie ich das jetzt hier aufkriege. So. Ich hatte mir vorher sehr viele Controller angeguckt, weil ich für meine Tochter ihn gesucht hatte. Und das Problem von den meisten Controllern, die für PS4 auch sind, was nicht von Sony kommt, ist, dass die alle meistens kabelgebunden waren. Oder kein Touchpad hatten. So. Richtet euch mal nach unten, dann könnt ihr sehen, was wir da jetzt rausholen. Update. Hier haben wir ein Heft mit bei. Firmware-Update. Aber wir können den Controller updaten, indem wir den am PC ranmachen. Das sollen wir auch wohl als erstes machen. Stellen Sie sicher, dass Sie oben genannte Punkte erledigt haben. Jetzt gucken wir uns gleich alles im Hardware-Video an. Dann haben wir einmal den Controller an sich. Ein Ladekabel ist mit bei. Also da muss ich sagen, das klingt doof, aber das ist schon mal ein Vorteil zu den Original-Sony-Controllern, weil da hast du kein Ladekabel mehr mit bei. Wenn du einen Controller kaufst, ich habe vorher ja 2 Controller gekauft, einen Ersatz für mich, einen für meine Tochter. Es ist kein USB-Kabel mit bei. Hat zwar eigentlich fast jeder überhaupt zu Hause noch rumfliegen, USB-Kabel, aber darum geht es ja gar nicht. Hier haben wir die Telefonnummern drin. Die Internetseite haben wir und support@snackbuy-group.com. Dann haben wir auf einem Zettel, wenn was ist, wie wir sie kontaktieren können. Und dann haben wir hier direkt nochmal ein Handbuch. Auch alles gut erklärt. In Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, ist Espanol, aber das ist PT. Ich glaube Portugiesisch. Also habt ihr praktisch alles in mehreren Sprachen. So. Jetzt packen wir das gute Stück mal aus. Bin schon ganz gespannt, wie er aussieht. Erinnert mich so vom ersten Hingucken also hier ist kein Quadrat oder so drauf, die Farben sind gleich, aber hier stehen die Namen drauf in Englisch. Wir haben auch ein Haussymbol, ich zeige euch den Controller gleich. Ein Touchpad, der Touchpad ist auf jeden Fall kleiner als beim Originalcontroller.
Eine Lightbar haben wir jetzt nicht, so wie es aussieht. Unten haben wir nur einen Klinkeanschluss, also können wir unten ein Headset dranhängen. Und oben ist der Lade. Erinnert mich so jetzt vom ersten Draufgucken an die Wii-Controller, die man anstecken konnte, diese Classic-Controller. Von der Form her. Nicht, dass euch wundert, ich lutsche gerade einen Bonbon wie meine Halsschmerzen. So sieht er aus, also. Ja, ich würde sagen, wir machen doch noch ein Hardware-Video, da kriegen wir ein bisschen was zusammen. Sonst meckern wieder viele, dass wir kein Hardware-Video machen. Und dann würden wir den gleich im nächsten Video mal vergleichen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wert, Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir mit dem Originalcontroller vergleichen werden. Ich werde den auch anschließen. Und ich werde ihn die nächste Zeit benutzen und dann kommt dann später ein Hardware-Check. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.